Moin Leute, zu einem drei beschissene Spiele heute. Ich dachte nie, ich mach das, aber dann machen wir das mal. Drei beschissene Spiele, die ich gefunden habe. Im Playst ich finde die persönlich komisch. Beschissen. Ihr müsst das ja nicht so finden, okay? Alter, was spiel ich hier für eine gestörte Scheiße? Ich spiel zwar gerne, was ihr wollt, aber... Zu mich verarschen? Das ist ja noch dümmer als keine Ahnung. Noch eine Runde, dann war's es aber. Ich krieg so richtig Augenschmerzen, wenn ich dieses Spiel sehe. Scheiße. Aber oh, komm. Ja, das ist ja noch bekackt. Richtig bekannt. Was war's mit dem erstnehmlichsten, beschissensten Spiel der Welt? Sehen wir uns im nächsten. Noch bekackt haben wir Snatchers. Zu einem der nächsten Folgen. Wenn ich hier stehen geblieben, wenn ich mir kostenlos Fisch bestellt. Thank you.
Hat ein bisschen Kopfschmerzen. Und was spiele ich hier für eine gestörte Scheiße schon wieder? Digga. Tausend Jahre später. Man spielt drei beschissene Games, die so keiner gefühlt spielt. Gleich reicht's. Digga. Der redet ja mehr als ich. Ich habe jetzt gefühlt 100 Worte übersprungen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lassen Sie mich in Ruhe. Meine Kopfschmerzen, meine Erkältung, die wird einfach noch schlimmer, wenn ich das spiele. Aha, mach doch jetzt einfach fertig. Red doch einfach jetzt zu Ende, du kleiner Hurensohn. Ach du Scheiße. Okay, dann war's das jetzt mit diesem Spiel, Alter. Wie lange drücke ich jetzt schon X? Fast 3 Minuten lang, ne? Okay, dann war's das jetzt mit diesem Spiel. Ich habe keinen Bock mehr. Das handelt ja nur noch von Reden. Moin Leute, zum dritten. Nein, was habe ich getan? Verpiss dich. Let's start. Reicht schon. Hier für eine Scheiße. Und ein echt kurzes Video. Oh.
Welcome to Rec Room. For your first day, we have a quick orientation to show you what Rec Room is all about and give you a chance to get the hang of the controls. Head inside to get started. Rec Room is the best place to meet up with your friends and play games together. With a friendly and growing global community, you're looking good. Alter, ich krieg Augenschmerz. Almost everywhere you go in Rec Room, you'll see people playing games together. Don't worry if you're not too competitive. Games are a great way to break the ice. Even when the competition gets intense, the spirit of being excellent to each other is always front and center. All right, let's practice playing with some of the objects in the room. Give it a shot. That's it. Nice. How's your aim? Up and over. That's it. In Rec Room, you have free control of your hands. You can wave to others and even dance. The last stop on the tour is all about our creative community. The Maker Pen is your gateway to creation. For some, this means creating beautiful 3D artwork. So much of the amazing stuff you'll see in Rec Room is built by people just like you. If you're ever curious from artistic hangout spaces, and that's the end of orientation. You're just about ready to start exploring those your very own Rec Room. But before you go, we have a special gift to help you find your way. Think of your watch as a magic portal to all things Rec Room. Now, every room ever created is at your fingertips. So what are you waiting for? Let's go check one out. Welcome to your very own dorm room. Pretty nice, huh? You can change your look here, decorate with your Maker Pen, or even invite your friends over. Yeah.
Okay, das ist ja noch beschissener als die ersten Games. Okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drei schäbige Spiele gespielt, aber das hier ist noch beschissen als die ersten. Und tschüss.